Moin, hallo und herzlich willkommen in meinem Atelier. Mein Name ist Dietmar Stiller und ich begrüße euch herzlich zum zweiten Teil meiner Venedig-Sketches. Gestern habe ich das Ganze schon in Schwarz-Weiß für euch umgesetzt und heute geht es dann in Farbe weiter in Aquarell. Ich wünsche viel Spaß beim Anschauen. Das ist jetzt die Oberkante vom Block und setze dann jetzt hier mal ein Quadrat rein. So, ich kann mir jetzt natürlich hier parallele Linien ganz gut ziehen. Das geht natürlich auf der rechten und linken Seite, indem ich einfach die Kante nehme. Ich mache die Striche jetzt leider ein bisschen dicker, als ich sie sonst machen würde. Und könnte mein Motiv jetzt zum Beispiel in dieses Format setzen. Ja, das passt ganz gut. Nehme jetzt noch ein bisschen meine Vorzeichnung und überlege eben, dass ich hier diese Kisten hatte in dem Bereich. Dann habe ich hier in dem Bereich die Augenhöhe. Augenhöhe war in dem Fall der Teil, wo, ich zeige euch das hier mal, also das wäre jetzt hier die Augenhöhe in etwa, wo die Linien gerade laufen. Hier ist es ganz leicht noch gebogen und ein bisschen höher verläuft es wirklich dann gerade. Der Einfachheit halber nehme ich jetzt wirklich mal hier diese obere Kante von der Brücke als Augenhöhe. Und das ist auch die erste Linie, die ich hier brauche, wenn ich das jetzt perspektivisch konstruieren wollte. Aber der Reiz einer Skizze ist für mich ja nicht, das 1:1 abzupinnen und dann das hyperrealistisch zu haben, sondern ich möchte natürlich auch eine kleine künstlerische Umsetzung haben. Zum Beispiel könnte ich jetzt dieses Haus, was auch so ein bisschen, erstmal ist uralt, dann geht es ein bisschen um die Ecke, hat also sehr viele Sachen, die gar nicht so planbar sind. Das wäre für mich jetzt am einfachsten, wenn ich den Fluchtpunkt mit auf dem Blatt habe. Und im Normalfall mache ich jetzt das so, dass ich das drehe und dadurch den einfacheren Weg habe, hier solche Linien drauf zu setzen, die aber von der Linie von dem Fluchtpunkt natürlich strahlenförmig ausgehen. Wie ihr oben rechts in der Vorlage seht, gehen eben auch alle diese Linien auf einen Punkt zu, der in Wirklichkeit ein bisschen weiter rechts liegen mag, aber hiermit komme ich jetzt schon mal mehr Dynamik in das Bild rein. Ich werde auch hingehen und jetzt das Boot zuerst mal einzeichnen als, ja, die einfachste Variante ist, das erstmal als Quader da reinzuzeichnen. So sähe das dann etwa aus. Das heißt, wenn ich von oben das sehe, schon mal ein Schmierblatt, von oben sähe das dann so aus. Ungefähr so eine Form und hinten wird er auch ein bisschen schmaler. Also so, klack. Nachteil des Tiggis, wenn er abbricht, aber es ist schneller wieder nachgefüllt die Mine, als wenn ich es alles immer anspitzen müsste. Ich habe immer einen spitzen Stift dabei, deswegen liebe ich diese Tiggis immer sehr. Also von oben sieht das Ganze so aus. Und wenn ich das jetzt schräg halte, ich kann das mit der Kamera eigentlich schon ganz gut machen, dann seht ihr genau den Effekt, den wir jetzt haben. Je schräger ich das halte, umso verkürzter werden dann die Linien. Also so ist es dann richtig und so ist es halt verkürzt. Und das könnte ich jetzt so, ich muss noch ein bisschen schräger, wenn ich das jetzt nämlich so 1:1 auf meine Zeichnung kriegen würde, hätte ich genau das, was ich haben will. Und dann nach unten hin macht das Schiff natürlich, jetzt mal ganz von der Seite gesehen, es ist dann wahrscheinlich eher so, wovon dann so viel im Wasser liegt und so viel ist nur sichtbar. So, jetzt hätte ich hier mein Boot skizziert. Da ist noch ein Außenborder dran, der natürlich hochgeklappt ist. So genau mache ich das für mich selber eigentlich nie,
bei mir ist das dann eher wirklich ratsch, und fertig. Aber es geht ja heute auch ein bisschen darum, dass ihr die einzelnen Schritte seht und nachvollziehen könnt. Wichtig ist beim nächsten Schritt jetzt die Brücke. Die fängt mich dann kurz hinter diesem Boot schon an. Ungefähr dann da. Und in meinem Beispiel wäre das jetzt so, dass ich das Haus so kurz gemacht habe, dass das gar nicht hinkäme. Also müsste ich das Haus jetzt dann doch fast bis zur Mitte ziehen. Was blöd ist, also ziehe ich die Brücke einfach ein bisschen weiter vor. Und die geht dann bis hier rüber. Ist gar nicht so groß. Moment. So. Geht bis dahin. Bis dahin. Und die Häuser im Hintergrund sind wirklich eher uninteressant. Das kann ich jetzt nämlich hier einfach werten. Was ist mir wichtig, was ist mir unwichtig? Hier dieser Sottoportego, also diese Unterführung, die ist natürlich wichtig, weil dann auch eine Dunkelheit drin ist. Ich zeichne die gerade mal mit rein. Die habe ich eben in meiner Skizze hier gar nicht drin gehabt. Die ist aber noch sehr schön. Die wäre nämlich hier so in etwa. War schnell geändert. Ja, hier ist noch ein Haus dahinter. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hingehe, wie es im Foto ist, dass ich jetzt meine Absperrung direkt davor das Boot setze, das ist ein bisschen ungeschickt eigentlich. Als Fotograf hätte ich jetzt ein bisschen weiter nach links oder ein bisschen weiter nach rechts gehen müssen. Ist natürlich nur ein Schnappschuss gewesen, wo ich mir jetzt nicht so viel Gedanken gemacht habe. Wäre natürlich die Überlegung, was mache ich jetzt, um das zu retten, in Anführungsstrichen. Ich setze zum Beispiel diesen einen Burschen ein bisschen weiter nach links einfach. Und habe jetzt eigentlich alle Elemente, die ich haben muss, vom Vorlage her. Aber ich fand das eigentlich so ganz pfiffig, wenn man jetzt sagt, wir haben jetzt noch stehen, die mitgenommen werden müssen. Jetzt geht es einfach weiter. Ich könnte das zum Beispiel mit einem Füller machen. Mag ich es persönlich sehr gerne. Oder mit einem Feinliner. Hat beides Vor- und Nachteile. Füller hat eben den schönen Vorteil, dass es eines meiner Lieblingsinstrumente ist und immer sehr gut in der Hand liegt. Und ich fange jetzt auch damit an. Das ist jetzt wirklich die grobe Vorzeichnungsskizze und jetzt ist natürlich noch nicht alles trocken, sei jetzt mal meiner Ungeduld geschuldet hier.
mit einem Knetradierer gehe ich jetzt mal rein. Aber wenn er jetzt irgendwas sich verwischt, zum Beispiel da, das finde ich jetzt nicht tragisch, weil ich einfach das Ganze als Skizze sehe. Und eine Skizze ist immer noch was Unfertiges, ja, das ist auch nichts Perfektes. Eine Skizze ist einfach eine Skizze und eine Zeichnung ist eine Zeichnung. Wenn ich das jetzt als ausgefeilte Stadtzeichnung machen müsste, müsste ich sehr viel genauer arbeiten, dann müsste ich das Ganze auskonstruieren. Dann wäre ich ziemlich lange beschäftigt, hätte aber diesen Eindruck, den ich jetzt gerade hier wiedergeben will, vielleicht gar nicht so schön wiedergegeben, sondern das Ganze wäre sehr viel statischer und langweiliger einfach, als eben diese Fehler, die da überall auftauchen, die zum Teil eben aus Faulheit entstanden sind, zum Teil aus nicht genau geguckt oder einfach mal zu schnell einen Strich gesetzt. So, ich mache jetzt den nächsten Schritt. Diese Tinte, ich wiederhole das gerade nochmal, diese Sketch Ink gefüllt, einen kleinen Teil unten in den Wasserpinsel, dann mit Wasser aufgefüllt mit normalem, ist eben verdünnter Grauton, den ich persönlich dann schon mal ganz gut finde, um meinen ersten Eindruck zu bekommen. So, wenn ich das jetzt dunkel mache, wäre es vielleicht sogar richtiger als das, aber ich sag mal, diese Ecke bekommt bei mir jetzt einfach mehr Licht als dieses Teil. Jetzt drehe ich das, weil ich von dieser Art Seite aus besser reinarbeiten kann und ziehe das ähnlich wie auf der anderen Seite erstmal nur so locker drüber. Jetzt ist es immer noch feucht und solange es feucht ist, kann ich das noch ein bisschen auflösen und ziehe das auch noch mit hier rüber. Also das Licht kommt vielleicht ein bisschen, ein Ticken, Tacken von hinten noch raus. Dann kann ich diese Rundung hier noch mal ein bisschen betonen. Und ich kann jetzt in dieses Feuchte auch noch mal reingehen. Und habe so einen kleinen, schönen Verlauf mir schon geschaffen. So, wie gesagt, wenn ich sehe, dass noch was fehlt, kommt es eben später noch mit rein. So, jetzt gehe ich mal hin und halte mir das selber eben vor Augen. Ich kann jetzt einfach auf meinem Bildschirm gucken, schönen weiten Abstand nehmen von seinem Bild und dann sieht man auch eben, wo was jetzt noch fehlt. Also hier die Dunkelheiten innerhalb. So, das sind die Sachen nochmal ganz kurz, die ich alle benutzt habe. Bisher sind eben eigentlich nur diese drei gewesen und der Bleistift. So, und den Radiergummi habe ich natürlich auch benutzt. Der nächste Schritt ist dann, dass ich jetzt in die Farbe gehe und für die Farbe habe ich mehrere Möglichkeiten. Ich habe einmal einen sehr schönen großen Kasten, den ich natürlich zu Hause super nutzen kann. Ich zeige dir jetzt gerade mal hier, das ist wirklich ein großer DIN A5 groß in etwa Kasten mit wie viele Latten der 3, 6, 8, 8, 24 Farben. Wow, so viele. Mit 24 Farben drin. Den kann man natürlich wunderbar nutzen, wenn man zu Hause ist. Für unterwegs habe ich dann eher so einen kleinen, schönen Kasten. Hier in dem Fall mit 15. Ich kann den auch mal hier reinhalten. Das ist ein Bösner Pinsel, glaube ich, ein normaler, aber der hat eine sehr schöne Spitze.
mit der ich sehr gerne arbeite. Und da ich jetzt meine erste Farbe im Motiv ist das Gelb. Das sehe ich überall. Und jetzt gibt es natürlich verschiedene Gelbarten. Ich mache dafür gerade mal ein Feld ein bisschen sauberer, weil ich das Gelb natürlich möglichst rein haben möchte und jetzt nicht mit dem Palettendreck hier schon vereinnahmt. Und dafür nehme ich hier dieses Gelb, China Cridon Gold. Das ist eine super leuchtende Farbe, die ich jetzt auch mal ein bisschen noch verdünne. Und jetzt prase ich diesen ganzen Pinsel, ich muss mal vorsichtigerweise über das Blatt halten. Also der ist jetzt richtig voll gesaugt mit Wasser, weil es ist ja ein Aquarell auch. Und jetzt gucke ich in meinem Bild schon mal, wo ist Gelb. Also es ist einmal diese Hauswand ist gelblich, also eher hell. Hier ist es ein schön starkes Gelb. Und hier ist diese eine Wand von der Kirche, die ist auch eher gelblich. Und ich habe natürlich die Reflexion hier unten und im Grunde habe ich auch hier unten an den Pfählen, an den Säulen da ein bisschen Gelb. Wenn das jetzt meine Hauptfarbe sein sollte, würde ich die da reinsetzen, wo sie sehr kräftig sein soll. Also richtig auch da rein, da drunter reinsetzen. Und jetzt schon der erste Nachteil, dass der jetzt so voll ist. Ich habe keine richtige Spitze, aber das Ganze bleibt jetzt super lang feucht hier auf der Seite. Ich gehe jetzt noch hier rein und sage, das wird jetzt auch noch Gold. So, arbeite jetzt aber nicht exakt die Graustufen nach, die ich da hatte, sondern ruhig auch mal ein bisschen drüber. Und wo es mir zu kräftig geraten ist, kann ich es auch wieder rausholen. Also ich könnte da jetzt rüber gehen und das rausholen. Ich könnte aber einfach mit dem Pinsel noch mal rein und das rausholen. So, an diesen Stellen hole ich mir das jetzt auch noch mal rüber. So, und ich habe hier unten natürlich dann da, wo es reflektiert, das Ganze auch dieses Gold drin. Das Haus ist auch Gold, das heißt, da wird auch goldgelb reflektiert bis auf die Stelle da vorne, die kann ich jetzt auch wieder rausholen, also da, na, da nicht und da auch ein bisschen weniger. So, jetzt hole ich den Rest der Farbe aus dem Pinsel, Entschuldigung, mache nichts weiter. Dann arbeite er mit dem trockenen Pinsel jetzt hier drauf, damit ich so ein paar schöne Reflexe noch habe. Jetzt wird die Farbe auch nur an den erhabenen Stellen angenommen, während ich hier natürlich das ganze Papier durchgefärbt habe.
bläuliche Masse. Die kann ich jetzt hier als Vordergrund machen und da gehe ich ganz gerne hin und mache solche Spritzer rein, die dann viele unmotiviert nennen. Ich finde die hochmotiviert, nämlich weil ich sie jetzt verbinde zu ungleichmäßigen Flecken. Ich würde es aber sonst nie so ausmachen. Ich bekomme dadurch eine totale Lockerheit. Ich muss das hier auch noch mal ein bisschen verstärken. So. Bloß nicht zu sauber arbeiten. Venedig war noch nie sauber und wird auch nie sauber sein. Ich würde schon sagen, dass es einen Himmel gibt, aber auch einen, der nicht so heftig ist, sondern eher dezent. Ja, das soll es gewesen sein fürs Erste. Ich freue mich auf euer Feedback und eure Kommentare. Ihr könnt gerne ein Like hinterlassen, den Kanal abonnieren oder meine Webseite schauen auf www.urban-sketcher.de. Da findet ihr noch weitere informative Sachen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.